Alrighty, hello everyone. Guten Tag zusammen. Wir haben wieder eine neue Woche von Memory of Chaos. Genau, Oath of Eternal Alliance und unsere Memory Turbulence ist: After an ally uses skill or ultimate, add one hits per action to Memory Turbulence up to 10 extra hits. At the start of every cycle, every hit will deal damage based on the enemy target's respective max HP to random enemy targets one time. Okay, also sprich, jedes Mal, wenn wir einen Skill oder ein Ultimate benutzen, kriegen wir, ja, erhöht sich irgendwie so ein Ding, was quasi in der Actionleiste mitläuft, um einen Hit. Und es kann halt maximal 10 Hits haben und okay. Beim Start jeder Runde gibt es halt dementsprechend dann Damage. Also relativ easy zu verstehen. Nichts, was man irgendwie groß beachten müsste. Auch jetzt nicht irgendwie speziell auf einen Charakter getrimmt, würde ich sagen. Was haben wir denn hier? Oh, neue Gegners. Okay. Machen wir hier auf jeden Fall Lightning. Mit Best Waifu in the Game. Jingyuan. Und dann machen wir noch einen Heiler und Fujuan dazu. Dann nehmen wir Huohuo und Fujuan. Und hier unten machen wir einfach Mono Imaginary, würde ich sagen. Das können wir uns jetzt mittlerweile leisten auch. So. Makuken. Oath of Eternal Alliance. Erstmal hier die krassen Buffs. Buff. Und los geht's. So. Direkt mal Ultimate. Ich habe meinen Jingyuan ein bisschen umgebaut. Ich habe ihn jetzt mehr auf Speed. Dank dem neuen Relic-Set auch. Und ich glaube, insgesamt ist er jetzt schon um einiges besser als vorher. Zumindest ist er viel angenehmer zu spielen auch mit dem Speed. Oh, ich habe meinen Dingsies nicht geupdatet. Oh, das ist okay. Die Energy Regeneration ist insane mit Tingyuan und Huohuo. Das ist ziemlich geil. Das macht Spaß. So, er kommt einmal dran und dann Lightning Lord. Deswegen würde ich jetzt hier nochmal den Buff erneuern. Nämlich, wenn er jetzt nochmal hier drankommt, hat er seinen Buff verloren und dann kriegt der Lightning Lord halt nicht den Attack-Buff. Das wäre doof. So, jetzt machen wir das hier wieder. Was ist das denn eigentlich genau für ein Zustand hier? Unable to take action. Es ist die Frage natürlich, zählt das für den Lightning Lord? Zählt das da mit? Ich muss das jetzt mal austesten, ob der jetzt quasi geskippt wird oder nicht. Ich könnte ihn jetzt natürlich heilen. Kein Problem, aber ich will mal testen, was passiert, wenn ich es nicht mache. Okay, also Lightning Lord wird geskippt, alles klar.
Good to know. Muss man ja auch mal austesten. Ja, mit Huho und Ting Yun zusammen ist es halt so viel Energie für Jing Yuan. Oder allgemein halt für was auch immer für den Carry mit den zwei Charakteren im Team ist. Das ist schon crazy. Sehr schön. Ich überlege, ob... Nee, ich glaube, es lohnt sich, wenn ich die Ultimate mache. Ich bin mir übrigens ziemlich sicher, dass Huho und Fujuan das wahrscheinlich solo sustainen können, aber ich meine, warum nicht ein bisschen safe spielen, richtig? So, der Kampf hier wird wahrscheinlich ein bisschen schneller gehen. Ich habe, by the way, hier auch bei Luocha, habe ich ein bisschen was geändert. Der hat jetzt dieses Set an, das, dieses Heilungsset, was am Anfang der Runde, am Anfang des Fights quasi direkt einen Skillpoint zusätzlich gibt. Nicht, weil das viel besser ist oder so, sondern weil ich ein paar seiner Relikte brauchte für Hoho. Und das hier ist aber ganz cool, weil gerade bei dem Mono Imaginary Team hier, so ein Skillpoint mehr ist gerade für Denhang halt ziemlich nice. Denn der ist ja sehr hungrig, was das anbelangt. Arigato, Aibo. Arigato, この地勢とし、君らに選ぶ余地はない。
Die stecken jetzt natürlich alle genau über 50% HP fest. Eieiei. Ja, der hier soll zuerst weg. Okay, da ist der hier. Jetzt habe ich auch mein Heilungsfeld wieder. Oh oh. Makasero. So, gucken wir mal, was wir hier machen. Ja. Wir sparen Skillpunkte. Ich glaube, ich spiele das jetzt mal risky und mache hier Ultimate mit Lurcher. Normalerweise will man sich das ja immer aufheben, für den Fall, wenn das Feld weg ist, damit man direkt wieder einen Punkt hat für die zwei Stacks dafür. Aber ich mache das jetzt mal ein bisschen risky, weil ich glaube, ich kann mir das leisten. Das Coole ist halt, wenn ich Ultimate mache, dadurch, dass ich Luochas Lightcone habe, erhöht das auch so ein bisschen meinen Speed. Deswegen wollte ich das jetzt noch raushauen. So, denn jetzt verlieren wir sein Feld. Genau, und da wäre es natürlich nice gewesen, hätte ich direkt wieder ein Ultimate. Aber ich glaube, das passt schon. Ja, easy. Wie machen wir es denn? Den hier angreift. Guck mal, der hat sich gelohnt. Jetzt habe ich auch mein Feld wieder. Ich kann Skill mit ihr benutzen. Ja, mache ich auch. Jetzt muss ich nur darauf hoffen, dass ich nicht genau gekillt werde. Das hier ist sehr gut, weil ich jetzt seine Gauge breche. Okay, nice. Das müsste jetzt eigentlich funktionieren. Ich greife, glaube ich, sogar ihn an, weil der nebendran wird, glaube ich, mitgekillt. Müsste vom Damage hoffentlich reichen. Ja, sehr gut. Okay. Okay, das war doch schon mal gut. Und die Nummer 10 mit... Oh, mit Shepard. Interessant, okay. das schreit eigentlich schon fast nach... Ich glaube, ich mache das richtig lame hier gerade. Wieder mit den zwei Mono-Teams, ganz ehrlich. Ja. Ja. Das schreit nach zwei Mono-Teams. Zack, 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 zack. Und hier,
Ich überlege, ob... Will ich es riskieren, dass wir hier mit mehr Damage spielen? Dann stecke ich hier noch Ting dazu. Sowas. Ich probiere das mal. So, wie gehabt. Ja, es ist ja echt cool, mit 4 Skillpunkten anzufangen mit dem Team hier. Weil da kann ich halt mit Welt kann ich direkt seinen Skill benutzen, direkt am Anfang. Das ist ziemlich cool. Dann habe ich trotzdem noch genug Skillpunkte, um mit ihr halt auch ihr Skill zu machen und dann mit ihm die komplett enhanced Basic Attack zu benutzen. Und jetzt haben wir immer noch einen Skillpunkt. Ist krass, oder? Richtig gut. So, ich muss mal kurz was nachlesen hier. Wie das mit dem Ultimate ist. Ja, okay. Also das mit dem Buff geht auch wirklich nur so lange, wie sie ihre Roaring Bowstrings hat, richtig? Wahrscheinlich. Das heißt, wir machen hier das und das. Und dann mache ich jetzt Skill Ultimate. So, ich hau jetzt das Ultimate auch noch raus, bevor die Runde zu Ende geht, weil damit das Ding hier nochmal enhanced. Okay, nice. Jetzt bin ich gespannt. Oha. Wahrscheinlich will ich Shepard hier zuerst killen. Ich denke, der ist gefährlicher. Vor allem, wenn der seine Minions auch ruft. Das wäre sehr, sehr nervig. Anstatt zu heilen, mache ich hier eine normale Basic Attack, weil direkt danach wird er sowieso automatisch dann Denhang heilen. Easy. Und dann direkt auch Ultimate drauf. Mehr Speed und wir haben unser Feld. Ja, mit ihr normaler Angriff wahrscheinlich. Übrigens, ich finde es so geil, wie viel Break Damage sie halt mit einer normalen Basic Attack macht. Das ist schon cool. Daran denken, Ultimate, also wenn das Ultimate während seiner Basic Attack voll wird, direkt Ultimate machen. Weil dann behält er seine ganzen Stacks hier, ne? Hier, 205 fette Crit Damage. Einfach nur durch sich selber. Okay. Das ist okay, weil ich kann den jetzt einfach breaken hier. So, nix da. Du lässt meine Fuchsfrau schön in Ruhe. Ja, weiter auf Chopin. Ich überleg, ob ich... Nee, ich mach ne... Genau, ich mach Basic Attack. Dann kann ich nämlich, wenn sie nächstes Mal drankommt, kann ich Skill into Ultimate machen. Für den richtig krassen Burst.
Let's go. Oh, Shepard ist schon tot? What the fuck? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Okay, Ja? Sollte eigentlich ja nichts passieren. Sie hat genug HP. Ja. Easy. Auch hier wieder, direkt nach der Attack, ein Ultimate. Wow. Weggefetzt. Okay. So, auf den Fight bin ich gespannt. Ich habe jetzt absichtlich einen zweiten Buffer. Best Waifu, by the way. Jesus. Genau. genau, ich habe jetzt einen zweiten Buffer mitgenommen, anstatt einen Heiler. Weil ich so ein bisschen drauf hoffe, dass Fujuan das carried. Und gerade bei diesem Gegner hier finde ich, dass mehr Damage ganz geil ist. Weil je schneller der stirbt, desto besser. So, direkt natürlich Seelebuffen. Und die hat dann auch direkt Ultimate. So geil, Mann. Wie viel Crit hat sie jetzt eigentlich? Ja, das ist perfekt. Mein momentanes Bild mit ihr ist halt so drauf ausgelegt, dass ich wirklich durch durch Fujuans Crit Rate Buff hier komme ich halt genau über die 70% Crit Rate, was dann halt auch den Effekt von ihrem Relic Set triggert. Das ist alles sehr, 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 sehr geil. Kriegst du den alleine down? Natürlich. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob sie den hier killen kann mit einem... Ja, kann sie. Okay. Okay, ja, alles cool. So, mache ich jetzt eine normale Attacke? Ja, ich muss auch gleich das, die Matrix refreshen mit Fujuan. Deswegen mache ich mal eine normale Basic Attack. Ein Ultimate. Der ist quasi schon tot. der ist quasi tot. Ich glaube, der stirbt alleine von dem Quantum Dot, den er gleich kriegt. So, hier Refresh. Beziehungsweise wahrscheinlich stirbt er hier von dem Ultimate von ihr. Yep. Wow, dicker Damage auf den, auch sehr gut. Ja.
So. Jetzt bin ich gespannt. Kommt nämlich eine Menge Damage rein hier. Und die halten leider auch einen Skill aus. Eieiei. Es ist jetzt alles eine Frage, ob ich das Vieh killen kann, bevor meine Leute eingehen. Das größte Problem hier ist wirklich, sind wirklich die Dots eigentlich nur? Okay, das Gute ist, wir kriegen jetzt 10 Hits durch das Ding hier. Nice, okay. So, jetzt wird's aber hart. Das ist halt sad, dass sie 5 Dots hat. Das ist viel. Jetzt überlege ich, ob es besser wäre, einfach nur auf den Boss zu gehen. Oder ob ich das Vieh hier in weißer Voraussicht halt kille. Ich entscheide mich fürs Killen. Oh oh. Jetzt kommt gleich der richtig fette Hit. Fujuan OP as fuck. Not gonna lie. Der Charakter ist echt crazy. Okay, lass ich den am Leben für Seele? Wahrscheinlich. Ja. Yeah. Ich glaube, da kommt gleich auch eine riesige Kettenreaktion. Ja, doch nicht so riesig wie erhofft. So, in der nächsten Runde muss ich jetzt den Boss killen, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist auch möglich.
Kriege ich das Vieh tot? Ich hoffe ja. Ja, okay. Perfekt. Jetzt habe ich nämlich nochmal ein extra Skill und Ultimate und dann... Okay. Ist eh vorbei. Alles klar. Cool. Na, das hat sich doch ausgezahlt, oder? 24 Remaining Cycles. Relativ gut durchgekommen auch. Sehr, sehr nice. Genau, ich zeige jetzt nochmal kurz, was sich ein bisschen geändert hat hier. Natürlich neuer Charakter hier. Sie hat ein paar Relics von Lua Char quasi übernommen. Ich benutze jetzt auch den Quid Pro Quo mit ihr. Und an sich bin ich ziemlich happy mit ihrem Bild, also sehr, sehr geil, gefällt mir richtig gut. Genau, bei ihm musste ich halt deswegen ein paar Relics quasi austauschen. Er ist jetzt ein bisschen langsamer als vorher, ist aber auch okay, weil das Imaginary Team ist ja sowieso ein bisschen, ja, sehr auf Speed getrimmt, sodass die halt immer noch alle vor Den Hang drankommen und solange das gegeben ist, ist das eigentlich cool. Und der eine zusätzliche Skillpunkt, der ist eigentlich gerade für das Mono Imaginary Team auch gar nicht mal so schlecht, gerade wegen Den Hang. Ja, ansonsten hat sich, glaube ich, nicht so viel geändert. Doch, eine Sache noch, nämlich dieses neue Relic-Set ist super, super geil für Jingyuan. Und ich probiere gerade so richtig hart, dass ich hier noch ein paar bessere Pieces finde. Und ja, aber sogar jetzt schon, also ich finde es sehr, sehr geil mit den 20% mehr Damage einfach für Follow-Up-Attacks. Und Follow-Up-Attacks sind ja quasi, keine Ahnung, bei ihm der Großteil seines Schadens. Und das ist halt sehr, sehr geil. Wenn ich es schaffe, will ich auch unbedingt das 4-Piece-Set haben. Momentan habe ich da aber noch nicht so wirklich tolle Teile gefunden, die diese hier ersetzen könnten. Deswegen muss ich da noch so ein bisschen weiterfarmen. Aber sehr, sehr cooles Relic-Set. Und ich glaube, das verstärkt Jingyuan auch wirklich sehr, sehr hart. Deshalb bin ich sehr happy darüber, dass ich den endlich auch mal ein bisschen stärken kann. War ja sowieso mal lange in... ja, in Planung, aber sehr cool. Okay. Ja, ansonsten relativ alles identisch geblieben. Und ja, war relativ smooth mal wieder. Die Memory Turbulence kann man eigentlich im Prinzip mal wieder komplett ignorieren, gerade weil die wirklich überhaupt nicht auf einen besonderen Charakter getrimmt ist, finde ich. Sondern man kann die ja wirklich mit jedem Charakter eigentlich ausnutzen. Von daher eigentlich relativ locker. Braucht man sich gar nicht so viele Gedanken drüber zu machen. Ja. Ansonsten, ich danke mal wieder fürs Zugucken. Vielen, vielen Dank. Nicht vergessen, einen Follow dalassen und die Glocke läuten, wenn ihr mehr sehen wollt von meinem Content. Ich würde mich sehr darüber freuen. Könnt auch mal bei Twitch vorbeischauen. twitch.tv/durealtv. Da bin ich auch sehr oft am Streamen. Nicht immer Honkai. Eigentlich mittlerweile relativ selten, aber wenn ihr trotzdem mal ein bisschen euch unterhalten wollt über das Game, seid ihr gerne herzlich willkommen. Ja, und ansonsten, ihr lieben Honkais, sehen wir uns wahrscheinlich in 2 Wochen wieder zum nächsten Memory of Chaos. Und ja, bis dahin, haut rein, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.